Moin Leute, grüßt euch. So, ich bin mal heute in Höxter, Schloss Corvey. Mal kein Lost Place, aber ein bisschen Kultur empfangen. Ist ein Privatbesitz, ein schönes Schloss. Eintritt habe ich gerade gezahlt, Filmerlaubnis habe ich auch, Drohne leider nicht. Aber gut, nichts zu machen. Ich nehme euch mal mit, einfach das Schloss Corvey bei Höxter. Werde das Video nachvertonen, damit ich nicht reden muss beim Filmen. Und ja, schauen wir mal. Tschüss. So Leute, ich bin da drin, hat 12 Euro bezahlt, ein Audio-Guide, eine App runtergeladen für das Schloss, aber die höre ich mir jetzt nicht an. So, jetzt schauen wir uns mal das Gelände mal an. So, mal kurz auf die Kirche zu. Imposantes Gebäude. Da bin ich mal gespannt, wie es da drin aussieht. Donnerwetter. Damals die Grafen ließen sich wirklich gut gehen. So Leute, gerade mal einen Eindruck bekommen, was für ein riesiges Kirchenschiff das ist. Natürlich konnte ich da nicht wild rumfilmen und anerzählen, klar. Das ist jetzt ein Konzert, ein klassisches. Habt ihr schon gehört, da hinten saßen die Musiker. Und ich bin da erstmal wieder raus. So, schauen wir uns mal den Rest an. Ja, das versprochene Gewitter ist schon da, Leute. Es regnet. Da werde ich jetzt mal nicht rausgehen. Schade eigentlich. Ist ein irrer Bau, Wahnsinn hier. Ja, hoheitliche Namen. Elisabeth Herzogin von Ratibor. Viktor Herzog von Ratibor. Und Fürst von Corvey. Marie Agathe, Prinzessin von Ratibor de La Salle. Meine Güte, Leute, das ist ein Name. Leonore, Prinzessin von Ratibor. Ja Leute, das sind mal Bücher hier. Das sind wirklich mal dicke Bücher. Ja, so eine typische Sitzgarnitur. Natürlich nicht von Ikea. Das ist alles ein bisschen edler hier. Im Stil, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich bin da vorsichtig. Ob viktorianisch oder barock, da lasse ich mich nicht auf ein. Da bin ich kein Experte für. Auf jeden Fall haben wir die ganze Anlage hier noch als Diorama. Und überall solche Herzöge, Kirchenfürsten, ja, was auch immer. So, das hier kennt ihr wahrscheinlich, das ist ein Reliquienschrein. Da wurden dann die Gebeine von irgendwelchen Heiligen drin transportiert. Ja, kommen unten so Stangen durch. Ja, Reliquien haben immer schon eine riesige Rolle gespielt. In Kirchen und Schlössern, weil man hoffte eben, dass die Eigenschaften der Heiligen übergehen auf das, ja, Objekt, wo sie drin sind, auf die Menschen da.
stellt euch mal vor, ihr lebt hier drin. Alles solche Riesenräume hier. Alles solche Prunkräume. Unglaublich hohe Decken. Natürlich alles edel. So ein Schinkmals zu Hause an der Wand. Meine Güte, nee. Hier wurde aber auch in Öl gemalt. Also die Zeit war wahrscheinlich gar nicht schlecht, Leute. Wenn ich mir mal anschaue. Also ich glaube, die Montur, die wird mir ganz gut stehen hier. Schwert, Rüstung, Zepter. Auch er sieht ganz edel aus. König wahrscheinlich. Mit der Weltkugel in der Hand. Ja, Krone auf. Und Teil einer Rüstung. Leute, die Geschichte kann ich euch gar nicht erzählen. Wäre viel zu lang. Muss man eine Führung mitmachen. Das Ding hat jetzt jedenfalls eine riesige Geschichte. Kann man im Internet nachlesen. Jedenfalls hat der Eigentümer ziemlich viel Geld gehabt. Und auch heute noch, der hat 4 Stück von diesen Schlössern. Ist alles Privatbesitz. Drohnen darf ich nicht, leider. Aber ist auch so ganz spannend hier. Aber hier mal putzen müssen, muss ich sagen. Teures Vergnügen, das alles sauber zu halten. Leute, das sind alles Kupferstiche hier. Fotos gab es ja damals nicht. Das sind alles Drucke aus Kupferstichen. Das sind wahrscheinlich Ölgemälde. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Kalter Krieger im Spiegel und ich fühle mich richtig herrschaftlich, muss ich sagen. Ah, das Schlafgemach mit Himmelbett, mit Baldachin drüber, Spiegel davor. Wow. Ah ja, das ist dann wohl der Raum für den Spaß, Billardtisch. Leute, hier ist nichts mit Ikea. Das ist alles rustikal hier. Alter Schwede. Und hier ist dann wirklich Raum an Raum. Und jeder wahrscheinlich für einen anderen Zweck. Wandteppiche. Ah ja. Och, Leute, guckt euch das an hier. Irgendein Raum für Veranstaltungen. Guckt euch die Decke an, Leute. Da haben die gelegen früher. Auf solchen Gerüsten, Holzgerüsten, haben im Liegen gemalt, Leute. Das wird alles im Liegen gemalt. Irre, Wahnsinn. Die lagen da wirklich und hatten lange Arme hinterher. Da oben ist das Abendmahl noch. Bibliothek, alles abgeschlossen, dicke Wälzer, kommen wir auch nicht rein, ist abgesperrt. Uralte Schinken. Lesetische, boah, das ist eine Bücherei, Leute.
So, hier war wahrscheinlich dann der Bibliothekar, die Ausleihe. Wahnsinn, Wahnsinn, Leute. Bücher, Bücher, Bücher. Wand an Wand. Und alles knatscht und knackt hier. Oh. Hört ihr ja gerade. Also leise hier durchschleichen geht gar nicht. Ja, das ist meine Bücherei hier, muss ich sagen. Also, vor allem, wenn man hier durchgeht, das knatscht vielleicht. Ja, alles solche dicken Eichenbohlen hier. Jetzt ist gerade mal leise, aber wahrscheinlich gleich wieder, wenn ich da über einige Tische gehe, über den... Oh. Ja, Leute, ich bin durch. Das ist nicht durch, da ist noch viel, viel mehr. Aber heute nicht mehr. Das Schloss ist riesig. Allein die Bücherei habt ihr gesehen. Ausleihen kann man die Bücher nicht mehr. Nein, die werden nicht mehr ausgegeben. Schade eigentlich, das sind Zehntausende. So Leute, ich würde sagen, für heute mal Tour beendet. Es ist eine Wahnsinnshitze. Über 30 Grad, glaube ich 32. Man kommt sich vor wie im Backofen draußen. Bis demnächst, euer Kater Krieger.